Wir beglückwünschen Sie zu Ihrer neuen elektronischen Nähmaschine. Wie leicht Nähen sein kann, zeigt Ihnen dieser Film. Nehmen Sie sich jetzt wenige Minuten Zeit und Nähen wird zum kreativen Spaß. Hochmoderne Technik und 60 Jahre Nähmaschinenkultur werden Sie beeindrucken. Allgemeines und erste Schritte. Im Anschiebetisch erwartet Sie umfangreiches und nützliches Zubehör, das Sie für viele Näharbeiten einsetzen können. Durch einfaches Abnehmen des Anschiebetisches verwandelt sich Ihre Nähmaschine in eine Freiarmmaschine, ideal zum Ändern von Hosenbeinen und Ärmeln. Das Aufspulen des Unterfadens ist denkbar einfach. Setzen Sie die Fadenrolle auf den Garnrollenstift, welche durch Aufsetzen der Ablaufscheibe geführt und gehalten wird. Nun legen Sie entsprechend dem Verlauf der Markierungen den Faden in Richtung der aufgesetzten Unterfadenspule. Ist der Faden einige Male um die Unterfadenspule gewickelt, drücken Sie den Aufspuler nach rechts und das Aufspulen erfolgt automatisch. Die Nadel setzen Sie mit der flachen Seite nach hinten ein. Führen Sie den Oberfaden durch die eingebaute Fadenspannung. Nun von rechts nach links den Pfeilen nach oben folgen. Den Fadengeber durch Drehen am Handrad jetzt auf die höchste Position bringen und den Faden von rechts nach links in den Fadengeber einhängen und auf direktem Wege nach unten zur Nadel bringen. Den Einfädler nach unten drücken, den Faden von links nach rechts über den Nadeleinfädler legen. Durch Loslassen des Einfädlers wird der Faden automatisch ins Nadelöhr eingefädelt. Öffnen Sie zum Einlegen der Unterfadenspule den Sichtdeckel und legen Sie die Unterfadenspule in den Greifer. Anschließend den Faden von rechts nach links langsam durch die Unterfadenspannung ziehen, danach den Sichtdeckel schließen. Durch Drehen des Handrades nach vorne gegen den Uhrzeigersinn erfolgt das Heraufholen des Unterfadens. Nun ist Ihre Maschine gerüstet für den ersten Einsatz. Legen Sie den Stoff unter den Nähfuß und senken ihn ab. Betätigen Sie die Nadelstopp-Position, bleibt die Nadel auch beim Positionswechsel im Stoff und kann mit Anheben des Nähfußes problemlos gedreht werden. Beim Drücken der Rückwärtstaste arbeitet die Maschine entgegengesetzt. Abschluss des Nähvorgangs. Um am Ende des Nähvorgangs den Stoff zu vernähen, bitte diese Taste drücken. So wird mit einigen Stichen das Stoffende sauber vernäht. Buchstaben und Zierstiche. Das Nähen von Buchstaben und Zierstichen wird komfortabel über das Bedienfeld voreingestellt. Für Buchstabenfolgen aktivieren Sie die Speicherfunktion über die M-Taste. Anschließend wählen Sie über die Tastatur Buchstaben oder Zierstiche aus. Mit der Memory-Taste speichern Sie jeden Vorgang. Für weitere Eingaben diesen Arbeitsschritt wiederholen. Mit C löschen Sie jede Eingabe. Nähen von Knopflöchern. Setzen Sie den Knopf in den mitgelieferten Knopflochfuß. Mit der Justierung ist der Durchmesser des Knopfes erfasst. Lösen Sie den Nähfuß über das Snap-on-System und setzen Sie so den Knopflochfuß ein. Um die Knopflochlänge abzunehmen, den Push-Button nach unten ziehen. Entsprechendes Knopfloch auswählen und die Fußtaste so lange betätigen, bis die Maschine den Nähvorgang selbstständig beendet. Der Blindstich. Den Stoff, wie hier gezeigt, zweimal umschlagen. Und nun einfach an dieser Linie mit dem Blindstichfuß nähen. Dies waren erste Auszüge darüber, was Ihre neue Nähmaschine alles kann.
Mehr zu grenzenlosen Nähspaß finden Sie ausführlich in Ihrer Bedienungsanleitung. Sollten Sie ein technisches Problem haben, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt in Ihrer Nähe. Eine entsprechende Übersicht finden Sie ebenfalls in Ihrer Bedienungsanleitung. Wir wünschen Ihnen nun eine kreative Zeit und bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit.